Man sagt, dass es irgendwo weit weg im endlosen Norden ein geheimnisvolles Land gibt, wo Wünsche wahr werden. Aber nur gute und helle. Wie man dorthin kommt, weiß kaum jemand. Vielleicht ist es hinter diesen Wolken, ob es für uns seine verborgene Tür öffnet. Also treten wir eine große und erstaunliche Reise dorthin an, wo die meiste Zeit des Jahres Winter herrscht. Wir besuchen Rentierherden und Rentierzüchter, laufen mit Hunden über schneebedeckte Weiten, bauen ein gemütliches Tschüm, das ist Wohnzelt, auf. Lernen die Herzlichkeit ihrer Bewohner kennen und reden über Kindererziehung. Wir erfahren viele interessante Details über das tägliche Leben des nördlichen Nomadenvolkes. Und schließlich interessiert uns, wer sonst in der Tundra lebt. Um die Tundra zu erreichen, müssen Sie in jedem Fall ein Flugzeug oder einen Zug nach Rovaniemi, Rolguft, Smortnøm, Narjanmar, Salihard oder Dudinka benutzen. Von dort aus, wenn es gelingt, mit einem Hubschrauber weiterfliegen. Lassen Sie sich von den ungewöhnlichen Aussichten aus dem Fenster beeindrucken. Es gibt hier Leben. Wenn man kein Glück mit dem Hubschrauber hat, erreichen Sie den Norden auf zahlreichen Flüssen. Es gibt viele Wege zu dem Land, wo Ihre Wünsche erfüllt werden. Endlich haben wir die Jamal-Halbinsel erreicht. In der Tundra war es noch warm und es gab, Gott sei Dank, keine Mücken. Nach dem eigenen Kalender der Nenzen war es der sogenannte Blättermonat.
Nenzen sind nette und gastfreundliche Menschen. Als erstes bekommen sie traditionelle Kleidung und werden aufgewärmt. Die Herrin des Tschums ist durch ihr Aufkommen ein wenig aufgeregt, aber sie weiß, wie man mit Gästen umgeht. Das Feuer ist gemacht, der Wasserkocher ist aufgesetzt. Sie nehmen Platz in den Tschum und sind voller Vorfreude auf ein ungewöhnliches Mahl. Nenzen nutzen kleine Tische, weil sie kein Geschirr für 12 Personen haben. Tee ist Lieblingsgetränk der Nenzen und man trinkt ihn bei jeder Gelegenheit. Vor der ganzen Nomadensiedlung sammeln sich die Männer und betrachten sie aufmerksam. Die ersten Worte bestimmen ihren Empfang in dieser Nomadensiedlung. Nenzen kennen den Wert der Worte und mögen Praller und Schwätzer nicht. Solange man Tee kocht, betrachten sie auch die ernsthaften Gesichter der Rentierzüchter. Es gibt etwas mehr als 40.000 Nenzen. Sie wohnen vom Weißen Meer bis zu den Unterläufen des Jenissei. Nenzen haben sie sich selbst genannt. Das Wort Nenei, Nenze, wird in ihrer Sprache als wahrer Mensch übersetzt. Sie sollten kein Problem mit der Sprachauswahl haben. Wenn Sie die Nenzensprache nicht verstehen, können Sie frei Russisch sprechen. Eine kurze Geschichte über das Ziel Ihres Besuchs. Ein bisschen Humor und Worte des Respekts dem Hausherrn gegenüber werden Ihnen helfen, die Nenzen besser kennenzulernen. Dann wird mit dem Essen begonnen. Nach dem Tee trinken und essen und mittlerweile ersten guten Kontakt gehen alle in angeregter Stimmung nach draußen, um sich die Beine zu vertreten. Lieblingsspiel der Nenzen ist Jakolava. Kern des Spiels ist, Tinsern über den Horeus zu werfen. Tinsern ist ein langes festes Seil, das aus 4 Streifen des Rentier-Rohleders geflochten ist. Horeus ist eine lange Stange, die aus Lärchenholz angefertigt ist. Tinsern und Horeus sind die wichtigsten Gegenstände, mit deren Hilfe man die Rentierherden führt. Um Treffsicherheit zu üben, werden auch Wettbewerbe abgehalten. Die Regeln des Spiels sind einfach. Wer Tinsian über den Horeus mehrmals als alle anderen wirft, hat gewonnen. Für die echten Könner ist die Kürze der Bewegung charakteristisch. Wenn man zum Wettbewerb als Teilnehmer zugelassen ist, bedeutet es noch nicht, dass sie alle Sympathien gewonnen haben. Auch wenn alle über den Teilnehmer lachen, ist man nicht beleidigt. Das ist ein gutes Lachen. Um herauszufinden, was für ein Mensch sie sind, kann Tinsian über sie geworfen werden. Wie wird Ihre Reaktion sein? Seien Sie nicht beleidigt oder wütend. Lachen Sie. Entspannen Sie sich und seien Sie ganz selbst. In der Regel dauert der Wettbewerb bis zum späten Abend.
Langsam zieht der Rauch über den Turm. Der ruhige Abendhimmel wie eine blaue Decke erstreckt sich bis ins Unendliche. Sie sind glücklich am Rande dieses Wunderlandes, wo ihre sehnlichsten Wünsche erfüllt werden. Wie die fürsorgliche Gastgeberin sie mit ihrer warmen Winterkleidung Jaguschka mummt und sie in Wonne schwelgend in den Schlaf sinken, gibt ihnen ein schönes Lied ein unvergleichliches Gefühl der Ruhe und Reinheit. Am Morgen erwachen sie im leeren Turm. Draußen geht etwas Seltsames vor. Die Hunde bellen, die Frauen, Männer und Kinder sprechen laut. Viele Rentiere sind da. Erst gestern war hier Stille, heute ist aber Hektik angesagt. Es dürfte allen bekannt sein, dass die Hauptbeschäftigung der Nenzen Rentierzucht ist. Der Rentierzüchter hat eben eine Herde zum Standort getrieben. Im Herbst ist bei den Rentieren Brunstzeit. Es kommt oft zu Kämpfen zwischen den Rentieren. Die männlichen Tiere locken die Rentierkühe an. Die Nenzen sind sehr achtsam darauf. In erster Linie muss man unfruchtbare Einzeltiere isolieren, dann die Herde beschauen, impfen, die kranken Tiere und die Tiere mit unbeschädigtem Fell aussortieren, aus denen im Weiteren Kleidung, Schuhe, Tünsian und andere Sachen gefertigt werden. Gerade im Herbst nach dem sommerlichen Saftfutter hat das Rentier einen besonders hohen Mastgrad. Es ist schön und stark. Sein Fell ist von fabelhafter Qualität. Der Fang und die Sichtkontrolle der Rentiere ist ein mühsamer Prozess. Und alle Bewohner des Standortes, kleine und große, arbeiten daran mit. Die Hunde, Laikas, treiben die Herde in einen dichten Kreis zusammen. Die Männer fangen flink mit Hilfe des Tünsian, der gestern ein Spielzeug war, die nötigen Rentiere, üblicherweise Leittiere, und treiben sie zu einem Freiluftstall, der in der Menschensprache Korall heißt. Korall befindet sich neben dem Standort und ist im Moment von den Frauen, die die Seile in den Händen haben, umringt. Rentiere sind Herdentiere und wenn das Leittier in den Korall geht, folgen ihm auch andere. Im Korall verhalten sich die Rentiere dem Menschen gegenüber sehr zahm. Sie stehen still und finden sich in ihr Schicksal. Freilich nicht alle.
Ein Männchen kann sich nicht beruhigen. Nachdem die Herde beschaut ist, treibt der Rentierhalter die Rentiere in die Tundra zurück. Im Tschum hört man eine fröhliche Stimme der Hausfrau und das Klappern von Geschirr. Durch den Tschum zieht ein angenehmer Rauchgeruch von Weidenruten. Es ist die Zeit, beim Tee zu sitzen. Im Tschum beginnt für das Nenzenvolk erster Kinderschrei, Wiegenlieder, wunderschöne Glocken auf der Wiege, Omas Märchen, Sagen des Großvaters, alles, was er behalten hat und an andere weitergibt. Der Tschum ist bewundernswertes Gebäude. Es gibt kein Häuschen auf der Welt, das so warm und gemütlich ist. Der Tschum ist die Wiege der Nenzenfamilie. Er wird von den Händen und der Sorgfalt der Hausfrau aufgebaut. Im Tschum ist sie die Hauptperson, die sich um die Ruhe ihres Mannes, Ernährer, Beschützer, Vater der Kinder, Erzieher der Söhne sorgt. Gerade um ihn kümmert sich die Ehefrau in erster Linie. Jeder Gegenstand im Nomadenzelt hat seine Seele und seinen Namen. Darum zählt man den Tschum zu Lebendigen. Feuer im Ofen heißt heißes Herz. Stöcke und Felle sind der Körper. Das Ofenrohrloch über dem Kopf, Makuda, ist das Auge, wodurch man direkt in den Kosmos schauen kann. Die Kindergeburt ist ein frohes Ereignis in der Familie der Nenzen. Die Babywiege ist ein kleines Weltall, das von Geistern bewacht wird. Der erste Name des Kindes ist ein Ereignisname. Gewöhnlich ist er damit verbunden, welches während der Kindergeburt geschehen ist. Beispielsweise, wenn eine Jagd erfolgreich war, kann das Kind Japko vom Wort Jap, was Glück bedeutet, genannt werden. Wurde das Kind unterwegs geboren, bekommt es den Namen Mysena, die russische Variante Viktor. Der russische Name Lyuba heißt in der Nenzensprache Vatane und bedeutet überflüssig, weil es das 11. Kind in der Familie ist. Alexander heißt in der Nenzensprache Yarsu, Heulsuse. Die Namen können manchmal geändert werden. Wenn das Kind aufwächst, bekommt es den dritten Namen, der mit seiner Stammgeschichte verbunden ist und streng geheim gehalten wird. Es ist eine ungewöhnliche und knifflige Geschichte. Zur Geburt dichtet die Mutter für ihr Kind ein Lied. Dieses Lied wird das Kind in seinem Gedächtnis lebenslang in guten wie in schweren Tagen begleiten. Пульте гаптим бутертангу, сыр каптим бутертангу, сыр каптим бутертангу, будем кузю гейяву, ведь гудю гейяву, гаукату гейяву, гейяву.
Im Chum verbringt die Frau die allermeiste Zeit. Sie überwacht das Feuer, macht das Essen, walkt und schneidet die Felle zu. Sie beschäftigt sich damit ihr ganzes Leben. Um Chum einzudecken, braucht man bis zu 20 Rentierfelle, welche man zuerst schneiden und vernähen muss. Dazu ist es auch notwendig, Winterkleidung für die ganze Familie zu nähen. Sogar Schuhe werden aus Rentierfell, einem besonders festen Fell von Rentierbeinen, gemacht. Eine Tasche zur Aufbewahrung von Fell und Stoffreste, Nadelkissen aus Fell, dienen sowohl zu ihren Arbeitsgegenständen als auch zu Symbolen ihrer Würde und Fauligkeit. Wir sehen die Frau bei der Arbeit. Sie hat eine alte Kleidung an. Es kommt aber bald die Zeit und die Frau verändert sich und wird schön aussehen. Verarbeitete Hände suchen passende bunte Stofffetzen auf. Leise klingt ein Lied, die Frau näht, sie träumt. Während sich die Mutter beschäftigt, hilft ihr die Tochter. Der Mutter helfend nimmt das Mädchen die Fertigkeiten in der Pelzbearbeitung und Nähen an. Zunächst lernt das Mädchen die Kleider für ihre Puppen zu nähen. Weil es in der Tunda keine Geschäfte gibt, wo man Spielzeuge kaufen kann. Alle Spielzeuge werden handgefertigt. Puppenkörper werden aus dem bunten Stoff genäht. Wenn die Puppe ein Junge ist, wird der Kopf aus dem Gänseschnabel gemacht. Falls die Puppe aber ein Mädchen ist, aus dem Entenschnabel. Köpfe macht man immer aus den Schnäbeln von Wasservögeln, weil es gilt, dass die Zugvögel reine und unschuldige Tiere sind und jährlich zu Num, dem Hochgott, wegfliegen. Wenn die neuen Puppen fertig sind, sammeln sich die Mädchen von der ganzen Nomadensiedlung und ein ernstes Spiel beginnt. Die Puppen haben symbolische Bedeutung. Sie sind Papa und Mama, Oma und Opa, Hausherren und Gäste, Brautpaare. Wie auch im Erwachsenenleben ist vieles beim Spiel verboten. Zum Beispiel Reden durchzuführen, die nur den Männern erlaubt sind. Während des Spiels kann man das zukünftige Schicksal der Mädchen als Frauen, Hausfrauen, Mütter vermuten. Spiele bringen den Mädchen immer viel Freude und Glück. Die meiste Zeit helfen die Mädchen ihren Müttern. Neben dem Sorgen für den Chum und Nähen, beschaffen sie Brennholz und machen auch aus unserer Sicht eine schwere männliche Arbeit. Am Anfang unseres Aufenthaltes in der Tundra helfen wir der Hausfrau, Buschholz zu sammeln, Feuer im Ofen anzuzünden, Tee zu kochen. Dabei können wir sehen, wie umsichtig sie mit einer Axt, Seilen, heißem Ofen, Schlitten, Stöcken umgeht.
Die Frau macht die Arbeit leicht mit einem Lächeln. Immer öfter gehen wir mit den Männern zur Rentierherde. Und wenn wir danach in einen warmen, gemütlichen Turm zurückkehren und uns auf warme Felle mit Vergnügen legen, sehen wir die Frauen mit ganz anderen Augen, Augen von Nenzen, an. Wer weiß, was uns im Weiteren erwartet. Vieles, wovon wir früher geträumt haben, scheint jetzt unwesentlich und unspezifisch. Die Nächte werden länger und kälter. Das Wasser fängt an, morgens bereits zu frieren. Die Nenzen sagen, dass der Winter da ist. So regelmäßig das Leben in der Nomadensiedlung auch ist, kommt die Zeit zum Wandern. Zu dieser Zeit ist die Tundra von plötzlichen Schneefällen und Schneestürmen heimgesucht und der mit Streifen von Zeltplanen bedeckten Sommerchum wird bereits ungemütlich. In ruhige Gesichter unserer Freunde Nenzen sehend, ertappen sie sich bei einem Gedanken, von hier aus heimzukehren, Bad zu nehmen, sich auf dem Sofa auszustrecken. Das ist gerade der Fall, der vielen Reisenden eigen ist. Sie weichen zurück, weil sie verstehen, dass die Nomadenwelt von ihnen nicht eingenommen werden kann. Sie können nicht fassen, warum Rentierzüchter durch kalte, endlose Tundraweiten mit ihren Rentieren mitziehen und ihr merkwürdiges Haus ohne Fenster und Türe befördern. Aber doch klingt wieder ihre Stimme unter lustigen Stimmen der Rentierzüchter. Die Lastschlitten sind gepackt, Hunde angebunden. Der neue Tunesian liegt auf dem Ehrenplatz im heiligen Männerschlitten. Also ein guter Weg zum reichen Winterfutter. Die Schlitten dehnen sich bogenhaft in die Länge. Die glänzende Weite der endlosen Tundra wird mit neuen magischen Schalen gefüllt. Einen neuen Standort wählt jeweils ein Mann. Auf den Schultern der Frau lastet eine mit Jahrhunderten festgestellte Arbeitskette.
Zuerst wird auf den Boden ein für Ofen verwendetes Eisenblech Temi gelegt, dann Dielenbretter und eine Bastmatte. Dann wird das eiserne Öfchen mit Rohr aufgestellt. Nur wenige Minuten braucht die Frau, um Holzpfähle zusammenzusetzen. Der Aufbau eines Wohnzeltes wird von ihr in 1,5 Stunden bewältigt. Der Ofen ist angeheizt und die Frau ist bereit, nicht nur ihre Familie, sondern auch sie mit Speise und Trank zu erquicken. Wie gesagt, haben sie während des letzten Wanderns eine andere Familie gewonnen. Es ist die Zeit, über Männer zu erzählen. Im Gegensatz zu ihren Ehefrauen, die den größten Teil ihres Lebens im Tschum verbringen, befinden sich die Männer im Freien. Es gilt, dass die ganze Tundra seine Männerwelt ist. Die Lastschlitten und Rentiere sein Tundrahaus. Früh am Morgen kommt der Mann zu den Rentierherde, um ein oder sogar mehrere Tage lang die Rentiere zu hüten. Diese Arbeit fällt ihm nicht schwer. Es ist für ihn keine Arbeit, sondern der Sinn seines Lebens. Was sind die Rentiere für den Nenzen? Im Winter und im Sommer wandert er durch die Tundra mit den Rentieren. Rentierfelle erwärmen den Tschum. Seine Frau und Kinder tragen die Kleidung aus Rentierpelz. Mit anderen Worten, versorgt das Rentier den Menschen mit allem, was er braucht. Nahrung, Wärme, Transportmittel. Je mehr Rentiere der Mann hat, desto besser. Zwischen dem Rentier und dem Menschen entsteht in der Tundra eine seelische Verbundenheit. Die Jungen haben von Kindheit an einen echten Gürtel, Messer und den Tünsian. Sie warten auf ihren Vater. Der Kleine schläft süß im Lastschlitten des Großvaters. Die Jungen fürchten sich vor Rentieren nicht und gehen mit ihnen leicht um. Die Führung der Herde und der Fang von gewünschten Rentieren gehören zu den wichtigsten Aufgaben. Alle diese Handlungen erinnern an eine schöne Aufführung, bei der als Bühne und Dekoration die endlosen Tundraweiden dienen, die Schauspieler und Zuschauer dabei die Menschen, Hunde und Rentiere sind. Bei solchen Momenten des Nomadenlebens versteht man, wie es wichtig ist, den guten Tünsian zu haben. Jeder Rentierzüchter macht ihn für sich allein. Die passende Länge und das Gewicht wird von ihm sorgfältig ausgewählt. Sogar die 10-jährigen Jungen sind imstande, mit einem Kalb fertig zu werden. Es passiert, dass man die Herde stundenlang erfolglos fangen muss. Als unersetzlicher Helfer treten in diesem Fall die Hunde auf.
Sie sind nicht groß, erfüllen aber ihre Arbeit sehr gut, was andere Hunde unmöglich bezwingen können. Flinkheit und Behendigkeit, insbesondere die Auffassungsfähigkeit, mit der die Hunde auf Befehl ihres Herrn mit vieltausendköpfiger Rentierherde fertig werden, versetzen in Erstaunen. Hunde und Rentiere erkennen einander während des gemeinsamen Lebens sehr gut. Dass sie die Stimmverbund von Hunden verstehen und wissen, in welche Richtung sie laufen sollen. Die Hunde sind ihren Herren fest verbunden. In der Tat ist es unmöglich, einen erwachsenen Hund in andere Hände abzugeben. Ein richtig treuer Hund kehrt immer zu seinem alten Herrn zurück. Die Tage vergehen. Das sind keine Tage, sondern lange Polarnächte. In der Zwischenzeiten von seltenen Wanderungen gibt es vieles zum Nachdenken. Eine gemächliche Geschichte, eine alte Sage oder ein Männerlied, Jarobs, dem man zuhört, bekommt man ein sublimes Einfühlungsvermögen. Die Männer singen ihre Lieder im Laufe von einer oder mehreren Stunden, sogar den ganzen Tag. Die Stammgeschichte der Nenzen wird nur mündlich überliefert. Die Nenzen hatten früher kein Schrifttum und keine Bücher, darum die Sammlung ihrer Kenntnisse sind Lieder. So setzen Sie sich bitte und hören Sie das Lied von zwei Brüdern Hartjang, die 7 Tundra-Räume gewandert sind, um einen Heiratsantrag den von ihnen begehrten Mädchen zu machen. Endlich kommen die ersten Sonnenstrahlen in Sicht. Die Nacht geht zu Ende. Man muss aufwachen. Nach einem kurzen Training gehen die Männer auf Pilzjagd und Fischfang. Fisch ist eine wesentliche Nahrung in der Tundra. Fisch enthält wichtige Vitamine und Mikroelemente. Es unterscheidet sich auch beträchtlich im Geschmack vom Rentierfleisch. Der Fisch, der man sofort nach dem Fang gefrieren lässt, wird in dünne Streifen geschnitten, das heißt Stroganina, und dann, roh wie er ist, gegessen wird. Statt Brot nimmt man Stroganina mit, wenn man die Rentierherde hütet oder in eine andere Nomadensiedlung fährt. Die Kinder saugen Stroganina wie Stielbonbons.
Seit jeher steht Rohkost bei den Nenzen in Ansehen, nicht nur wegen der Holznot, sondern auch wegen des Vitaminengehaltes, an welche Rentierfleisch und Rentierblut reich sind. Die Kinder essen die besten Fleischstücke, Leber und Nieren. An Blut trinkt man sich satt. Die übrige mischt man mit einem Rentiermageninhalt, der an Enzymen reich ist, um nachfolgend feine Köstlichkeit zu genießen. Die Tage nehmen schnell zu. Trotzdem es immer noch sehr kalt ist, aber der Frühling ist schon da. In dieser Zeit sammeln sich die Nenzen nicht weit von Sittlingen, um einen Vorrat an Lebensmitteln anzulegen und an einem traditionellen Frühlingsfest, dem Tag des Rentierzüchters, teilzunehmen. Zu diesem Fest bereitet man sich vor. Die Frauen schmücken Rentierschlitten und ziehen die reich verzierte Fellkleidung an. Die Männer lassen Rentiere einlaufen und wählen daraus die gängigsten, um den Hauptpreis im Rennen auf Rentiergespann zu gewinnen. Nach schweren Vorübungen sind nun die passenden Rentiere ausgewählt, Glocklein und Rentiergeschirr auf Hochglanz gebracht. Alle begeben sich in der Siedlung zum hochgewünschten Fest. In der Siedlung kann man alle Einwohner aus der großen Tundra treffen. Nenzen, Hanten, Silkupen, Komi, Syrianen. Die interessante Veranstaltung beginnt. Nach der Modenschau beginnen Wettbewerbe in Volkssportarten. Der eine springt gut über die Rentierschlitten, der andere hat einen eisernen Griff und reißt flink den Stock aus den schwach gewordenen Händen seines Gegners. Der dritte wirft treffend den Sian. Die echten Riesen sammeln sich auf dem Schneeplatz. Da fing der Nenzenkampf an. Die Regeln sind einfach. Zuerst schnallen die Kämpfer einander Riemen. Und dann, an diese mit beiden Händen zugreifend und rundgehend, warten auf einen richtigen Augenblick.
Ein Niederwurf und Mitbewerber steht auf dem Kopf im Schnee. Noch ein Wurf, er liegt auf dem Rücken. Zwei erfolgreiche Versuche und sie sind Sieger. Über die Gewinner dichtet man Sagen, die im Weiteren in Lieder, Jarobze, hinüberwachsen. Ein Höhepunkt des Festivals sind Rennen auf Rentiergespannung. Rennen mit rasender Geschwindigkeit an einer laut jubelnden Menschenmenge fordert von Rentierzüchtern hohe Meisterschaft. Darum bekommt der Sieger einen wertvollsten Preis. Eine brandneue Schneekatze. Der Tag des Rentierzüchters ist gleichzeitig ein Frühlingsfest. Obwohl der Schnee in der Tundra noch lange liegen wird, hat der Tag über die Nacht schon gesiegt und helle Frühlingssonne sich mit fröhlichen Funken von weißem Schmuck spiegeln, dringt in ihr Herz mit einem bewegten Vorgefühl des baldigen Tundra-Erwachen ein. Man muss zum Standort zurück. Ein Alltagsleben beginnt. Bald bricht das Eis auf nördlichen Flüssen auf. Rentiere bekommen die Kälber. Die Nenzen schicken sich wieder zu einem weiten Weg an. Diesmal nach Norden. Ein freudiges Ereignis bei diesen hellen Frühlingstagen ist der Anflug von Vögeln. Die Nenzen sagen zum Neujahr. In der Tundra pulsiert wieder das Leben und bleibt weiter in neuen Generationen bestehen. Wo sich auch nur in geringstem Tauwasser anstaut, schwimmt hektisch im Stillwasser eine Unzahl von Enten. Darunter zeichnen sich durch ihr weißes prachtvolles Kleid die größten und schönsten Vögel der Tundra, die Schwäne. Ihre Begrüßungsschale aneinander pflanzen sich weit über die Tundra fort. Das Schwanenpaar, sich einstmals treffend, trennt sich nie mehr. Die Nenzen kennen alle diese Vögel von Kindheit an, imitieren ihre Stimmen und veranstalten manchmal interessante musikalische Vorstellungen. Musik.
Nenzen freuen sich auf den Anflug von vielen Vögeln, denn das Geflügelfleisch ist eine wesentliche Unterstützung bei einer ärmlichen Nahrung in der Tundra. Bei alledem schmücken die Mädchen ihre Spielzeuge mit Vogelfedern, Daunen und Entenschnabeln. Wenn in die Tundra kalendarischer Sommer kommt, schmilzt der Schnee sehr schnell. Ende Juni ist die Tundra gänzlich frei von Eis. Rentierkälber stehen bereits auf den Beinen, laufen hinter ihren Rentiermüttern her, saugen Milch. Die Nenzen sind von vielen Sorgen bedrängt. Bald erscheinen in der Tundra Moskitos, kleine Mücken, und man muss zu nördlichen Weiden der Tundra abwandern, wo Wind und Kälte die Rentierherde davon schützen können. Sommer in der Tundra ist ein auffällig kurzer Zeitpunkt. Wir sind vom Reichtum an schönen Blumen beeindruckt. Multebeere, die schmackhafteste Beere der Tundra, sieht die nördliche Sonne an, um im Winter die Rentierzüchter beim Tee trinken zu erfreuen. Unter jedem Busch ist Leben.
Der weinerliche Schrei eines Seetauchers bedeutet Ende des Sommers. Kein Reisender, sogar der Unruhigste, kann alle Geheimnisse des Weltalls nicht erfassen, begreifen, verstehen. Das Leben bedeutet für Nomaden eine endlose Reise durch die Zeit und über die Weiten der riesigen Tundra. Von hier aus gehen sie zuerst ans Ufer des Polarmeers, dann weiter, wo sich ihre heiligen Stätten befinden. Wir dürfen sie nicht begleiten, vielleicht ein nächsten Mal. Sagen Sie uns, haben sich Ihre Wünsche erfüllt?